bin heute auf dem wunderschönen Rügen. Guten Morgen. Ja, Leute, da hat es schon geklappt. Yes! Geil, Leute! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin heute auf dem wunderschönen Rügen, habe mich dort mit Christian verabredet und seiner Freundin. Und wir wollen heute mal schön auf Hecht, Barsch und Zander angeln. Christian hat sein Boot mit, da gehe ich jetzt hin, habe gerade mein Auto weggefahren. Ich sage euch ein ganz schönes Stück, hatten vorhin ein bisschen Probleme, den Motor zu starten, weil die Batterie leer ist, beziehungsweise leer war. Aber wir haben es hinbekommen, wir haben es überbrückt und jetzt können wir endlich angeln fahren. Ja, ich bin gleich da bei den beiden und dann geht es endlich raus aufs Wasser. So, da sind die beiden. Startklar. Na, morgen. Leute, wir haben den ersten Spot erreicht. War echt eine heftige Fahrt. Ganz schön windig heute. Gut, wir schwingen jetzt die Ruten und melden uns aber Fischer. Ja, Leute, es läuft echt bescheiden heute. Wir haben zwar schönes Wetter vom Sonnenschein her, aber es ist echt bitterkalt. Und die Fische beißen nicht. Zumindest haben wir sie noch nicht gefunden. Aber ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Und zwar hat die Bella Bananen eingepackt im Boot. Eigentlich. Vielleicht liegt es daran. Also wenn wir nichts fangen, dann bist du schuld. Hier ist es schön, ihre Banane. So Leute, letzter Spot für heute. Einiges Boot abgefischt, von 4 Meter bis auf 5,5 Meter hoch. Nicht ein Fisch, also ein Lauflauf hatten wir, aber sonst nichts. Ja, jetzt probieren wir es mal ein bisschen tiefer. Gucken, ob hier die Fische stehen und wenn nicht, ja, dann war es dann leider nicht. Ja, Leute, wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, bin ich jetzt nicht mehr auf Rügen. Wir haben gestern echt noch alles gegeben, was wir konnten, aber es hat echt nichts gebracht. Die Fische wollten einfach nicht beißen. Am Hafen haben wir noch mit anderen Anglern geredet, also die haben auch absolut gar nichts gefangen. Ob es jetzt am Wetterumschwung lag oder ob es ja einfach daran lag, dass die Fische die Heringe hinterhergezogen sind, wissen wir leider nicht. Auf jeden Fall haben wir nichts gefangen, hatten nur einen Nachläufer den ganzen Tag und das zu dritt. Und wir kannten uns echt an den Stellen aus. Aber gut, so ist es manchmal. Ich bin jetzt wieder daheim und ja, bin wieder am Wasser. Ja, ich will jetzt hier nochmal probieren, ein paar Räuber zu überlisten. Ob es klappt oder nicht, werdet ihr ja gleich sehen. Aber drückt mir die Daumen, dass ich noch ein paar Fische fange. Und ja, jetzt geht es erstmal los. Leute, da hat es schon geklappt. Ein kleiner Zander. Natürlich noch ein Baby. Der geht zurück. Vielleicht kriegen wir noch einen größeren. Leute, geil. Der zweite Zander. Also scheinbar funktioniert jetzt daheim doch viel besser als zu Hause. Cool. Läuft. Und es ist noch nicht mal dunkel.
Geil, Leute, guckt euch mal den Hecht an. Ich sag ja, hier gibt's Fische und was. Und so eine Dinger fängt man denn. Geil, den Dude voll weggehauen. Coole Sache. Yes! So kann's laufen. Ja, echt der Wahnsinn, oder? Ich mache hier ein paar Würfe und fange gleich zwei Zander. So kann es manchmal laufen, ne? Also die heimischen Gewässer, wo man sich gut auskennt, ja, da fängt man doch meist am besten. Gefangen habe ich die zwei Zander jetzt hier auf den kleinen Dude. Ja, scheint ganz gut zu funktionieren hier die Farbe heute. Obwohl ich denke, die Farbe spielt hier keine Rolle. Also wir haben jetzt hier ein Gewässer, das ist so ein kleiner, ein langgezogener Hafen, sagen wir mal so. Der ist bloß so maximal 1,50 Meter tief, recht verkrautet noch und sehr, sehr trübes Wasser. Also ich denke, da spielt die Farbe jetzt nicht allzu groß die Rolle. Ja, von dem Gewässer weiß ich, dass hier die Zander, die Barsche und die Hechte und die ganzen Weißfische im Winter reinziehen. Und deswegen, weil ich hier die letzten Jahre auch schon gut gefangen habe, gerade mit diesen kleinen Ködern, weil hier ist wirklich alles voller Brutfisch. Also man muss sich hier echt durchangeln. Und ja, gerade mit diesen kleinen Ködern deckt man doch die ganze Palette ab. Sowohl kleine Barsche als auch große Zander, große Hechte kann man hier fangen. Und genau das ist mein Ziel. Also ich versuche jetzt tagsüber, war jetzt in der Dämmerung, noch einen Hecht oder einen Barsch zu erwischen. Und abends, wenn es dunkel ist, versuche ich nochmal mit Wobbler oder mit ein bisschen größeren Gummifische ganz knapp unter der Oberfläche einen schönen großen Zander zu erwischen. Ja, schauen wir mal, ob sich mein Plan, den ich mir so ausgedacht habe, auch erfüllt. Ja, wenn ihr auch Bock auf richtig geile Köder habt, so wie den hier, den ich jetzt in Zander gefangen habe, dann schaut doch mal bei uns im Online-Shop vorbei, bei zackfishing.com. Da gibt es die Dinger. Es gibt auch demnächst Wobbler dort. Einige coole Neuheiten an Ködern. Die passenden Routen findet ihr dort, Schnüre, alles drum und dran. Ja, und verwendet doch auch den Aktionscode Jimmy. Damit unterstützt er mich und meinen Kanal. Und ja, ihr bekommt noch gratis was dazu. Also ist doch eine super Sache. Ich angle jetzt weiter und drückt mir die Daumen, dass ich mal Fisch fange. Ja Leute, langsam wird es dunkel. Ich lege jetzt erstmal die Kamera weg. Falls ich noch was fangen sollte, hole ich sie definitiv nochmal raus und zeige euch den Fisch. Leute, jetzt guckt euch das mal an. Ein Schlei. Gebissen auf Gummifisch. Wahnsinn. Ja, falls ich nichts mehr fangen sollte, dann wisst ihr jetzt Bescheid, dann war die Kamera nicht mehr an. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Liked meine Videos, wäre super. Lasst ein Abo da, kostet nichts. Und ich sage auf jeden Fall jetzt schon mal vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung auf YouTube. Ihr seid echt der Wahnsinn, also es geht ja richtig ab, hätte ich ja gar nicht gedacht. Aber das gibt mir auf jeden Fall Motivation für weitere Videos, die in Zukunft kommen werden. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten und ich wünsche euch ein dickes Petri. Macht's gut. Ciao.